Eine sehr spannende Frage. Vielleicht waren Sie selbst schon mal in der Situation, Sie haben sich in eine schöne Mietwohnung verliebt, viele Interessenten und Sie haben sie am Ende leider nicht bekommen. Wichtig ist die gute Vorbereitung zum Beispiel. Schauen Sie, dass Sie alle Unterlagen zusammen haben, eine Selbstauskunft, die Unterlagen für Ihren Gehaltsnachweis und entsprechend auch eine Schufa. Wenn Sie dann die Anfrage stellen, ist es nicht verkehrt, wenn Sie den Makler vielleicht kurz nach Ihrem E-Mail nochmal persönlich anrufen. Sie wirken dadurch sehr interessiert und ein kleiner Anruf kann auch eine sehr gute erste Visitenkarte sein. Wenn Sie dann zur Besichtigung gekommen sind, schauen Sie sich die Wohnung im Detail an, lassen Sie sich nicht hetzen, stellen Sie auch Fragen, das unterstreicht nochmal Ihr Interesse an dieser Wohnung. Wenn Ihnen die Wohnung gefallen hat und Sie sich dafür bewerben möchten, fragen Sie den Makler oder Vermieter, welche Unterlagen er bis wann erhalten möchte. Schicken Sie die Unterlagen vollständig, die Selbstauskunft vollständig ausgefüllt, ordentlich ausgefüllt, pünktlich an den Makler. Noch ein kleiner Tipp, schicken Sie dem Anbieter direkt nach der Besichtigung noch eine kleine E-Mail oder eine SMS und unterstreichen Sie nochmal Ihr Interesse. Das zeigt, dass Sie ein zuverlässiger und verbindlicher Mietinteressent sind. Erstellen Sie ein persönliches Anschreiben an den Vermieter, am besten mit einem schönen Lichtbild. Und darin erklären Sie einfach, warum gerade Sie in diese Wohnung müssen, ja, und warum die Wohnung perfekt zu Ihnen passt. Gibt es irgendwelche Besonderheiten in Ihrer Bewerbung? Zum Beispiel haben Sie einen Schufa-Eintrag, möchten aber trotzdem diese Wohnung bekommen. Es ist immer wichtig, proaktiv mit möglichen Mängeln in Anführungszeichen umzugehen, weil kommt das Problem erst später heraus, wird niemand mehr auf Sie zukommen und Sie darauf ansprechen. Gehen Sie offen damit um, erklären Sie, was die Gründe dafür sind. Das war's und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass unsere Tipps Ihnen geholfen haben.